Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Desolation. Ich habe jetzt offscreen eine ganze Menge Kämpfe gehabt und keine Chance gehabt. Das Team sieht aktuell so aus, so läuft es am besten, aber ganz ehrlich, es ist, ich weiß nicht, ob das so möglich ist. Wenn ich meine zwei Beleber noch hätte, dann wäre das alles easy, aber da ich die nicht habe, ist das echt ein Problem. Und ich weiß jetzt auch, wie man endlich diesen Text überspringt. Einfach X gedrückt halten. Vielen Dank für die Info. Das ist wirklich sehr hilfreich, tatsächlich. Wir gucken uns jetzt mal an, wie das hier so läuft. Würde ich sagen. Ah, direkt wieder paralysiert. Sehr schön. So will man das doch sehen. Die Attacke ist immer fies, vor allem, dass sie so viel Schaden macht. Warum macht die Attacke so viel Schaden? Das ist nicht okay. So. Dann kommt das. Blaze Kick und weg. Das Ding. Hier wird schön. Einmal Shadow Claw. Da kriege ich selber immer so viel Schaden. Oh nein, und das hat tatsächlich überlebt. Meistens überlebt das nicht. Heute haben wir, sobald ich aufnehme, werden die Runs direkt noch schlechter. Selbst wenn es optimal läuft, bin ich bisher immer am letzten Pokémon draufgegangen, weil ich nichts habe, mit dem ich das dann noch besiegen kann, weil die alle so niedrig sind von den KP her. Und ich kann ja nicht voll heilen. Ich habe ja nur Supertränke. Ich kann ja nicht mal Hälfte heilen. Ich kann ja nur so ein Drittel oder so voll heilen von den jeweiligen Pokémon. Ah, direkt das lustige, lustige Mega-Pokémon. Das ist EOP. Ja, ich hatte schon bessere Runs. Das hier ist definitiv einer der richtig schlechten. Ah, immerhin daneben gegangen. Na, das ist doch nett. Oh, unverbrannt. Oha, jetzt wird es aber ganz wild. Das so Mega-Pokémon ist Hardcore. Warum habe ich eigentlich kein Mega-Pokémon? Habe ich das übersehen? Wäre das in der Quest gewesen? Sagt es mir bitte. Makago, let's go. Guten Tag. Hier machen wir doch direkt das. Oh, es hat mich one-hitted. Ich weiß nicht mal, ob ich schneller bin. Ich habe das noch nie gegen Galoppa gespielt, sonst mache ich das irgendwie anders. Ah, es ist nicht schneller. Alles umsonst. Aber ganz ehrlich, der Run diesmal war echt nicht gut. Das lief schon deutlich besser. Immerhin kriegt's Rückstoßschaden. Oh, schon wieder so knapp. Das ist schon wieder so ein Zufallswertding. Das hätte auch reichen können. Und die 10 KP. Ich kann das niemals wieder voll heilen. Keine Chance. Diesmal lief es bedeutend schlechter als sonst. Wahrscheinlich bestimmt auch, weil ich aufnehme. Dann läuft das immer extra schlecht, habe ich das Gefühl. Oh, sehr schön. Ah, leider bin ich nicht schneller und ich kann es halt nicht heilen, weil meine Supertränke heilen 60 KP. Da bin ich bei 80. Ich bin trotzdem One-Hit und ich bin nicht schneller. Oh, das ist so frustrierend und ich glaube, das wird auch nichts. Weil ich kann ja an meinem Team nichts ändern. Deswegen, ich wollte es nur zeigen, wie traurig es läuft. Und das ist jetzt das optimale Team, habe ich das Gefühl. Und wenn ich die Beleber noch hätte, würde das, glaube ich, auch funktionieren. Aber ohne ist halt schwierig. Deswegen habe ich mir überlegt, ob wir das irgendwie anders lösen können. Und schau mal, ob ich da was machen kann. Deswegen, ja, gucken wir mal. So, ich habe jetzt mal in meinen Backup-Saves geguckt. Und da gab es zum Glück noch einen. Und da sind meine Beleber wieder. Yay! Immerhin etwas. Warum habe ich eigentlich bisher noch keine Bären gefunden? Was soll das? Nun, dann probieren wir es doch jetzt nochmal. Ob es jetzt mit den Belebern klappt. Ich muss mich nur daran erinnern, die auch einzusetzen. Wäre doof, wenn ich. Habe ich sie extra schon geholt. Hui, alles ganz schnell. Hallo. Gutes Gespräch, gut, dass wir drüber geredet haben. Scarlet. Guten Tag. Ein Discharge. Ah, paralysiert. Haha.
So, Freundchen, dafür kriegst du die rote Karte, ja, ne? So ist das. Die Frage ist, bin ich schneller? Eigentlich schon, oder? Ja. Komm, noch Paralyse. Ha! Oh, ich habe den Drachenpuls überlebt, dass er anders wild. Okay, machen wir einen Wild Charge. Ah, ein Wild Charge. Nee, ein Wild Charge würde ich gern machen. Ja, das, da war natürlich keiner mehr übrig. Das ist klar. So. Boah, bitte triff einfach. Danke. Oh, es hat direkt getroffen. Guckt euch das an. Okay, Lucario. Das mache ich ja normalerweise mit Voltenso und dann kommt das Vögelchen hier rein, das Hühnchen. Ah, der Lucario ist ja schon angeschlagen. Vielleicht kriegen wir das so hin. Ein Crit wäre jetzt echt nett gewesen. Oh, komm schon. Das hat gar nichts gebracht, den einzusetzen. Super. Nein, Mann, habe ich jetzt keinen Schaden gekriegt, weil die Paralyse ausnahmsweise mal was gemacht hat. Die macht so nämlich einfach gar nichts bei Lucario. Mein Erzfeind, Psyana. Die lief letztes Mal schon super. Vielleicht kann ich Shadow Clawen diesmal. Es hat natürlich überlebt. Aber diese Runde würde ich gern zum Beleben nutzen, ne? Frage ist, wen? Aber irgendjemand müssen wir wieder beleben. Frage ist, ist das Zebra schneller? Ich muss halt jetzt ausprobieren, was ich so machen kann mit den Belebern. Nein, es ist nicht. Das ist ja doof. Gelaufen. Das war jetzt natürlich nicht der Plan. Oh, gecrittet. Komm schon. Wieso hab ich... Warum? Der Crit hätte halt jetzt echt nicht sein müssen. Giga Drain, danke dafür. Okay. Ja, das muss ich... Ich muss halt jetzt gucken, wie schnell welches Pokémon ist. Ein bisschen ausprobieren. Dass das beim ersten Mal nichts wird. Aber ich habe ja jetzt immerhin die Beleber auf meiner Seite. Hey, vorhin hat Makako gewonnen gegen Megane, oder nicht? Habe ich das falsch in Erinnerung? Das ist ja fies von ihm. Das Schöne ist auch, ich habe jetzt so viel gekämpft, dass meine arme Leertaste einfach wieder RIP ist und die ganze Zeit quietscht. Sie hatte sich gerade erholt. Und dann sowas. Oh, fies. Nun, jedenfalls würde ich sagen, das war's für heute. Ich weiß, es ist nur eine kurze Folge, aber das hat jetzt... Ich habe jetzt stundenlang das probiert. Ich hoffe, ich kriege es jetzt hier mit den Backups hin. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Einfach, dass heute irgendwas kommt, dass ihr den aktuellen Stand wisst. Genau. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann siegreich.